Wenn man sich momentan die Luftfahrt anschaut, sprechen relativ viele von der dritten Revolution in der Luftfahrt. Jetzt sehen wir gerade bei kleineren Flugzeugen die Elektrifizierung und parallel dazu auch die Hochautomation, die eben jetzt Sachen wie unterschiedliche Drohnensysteme, unbemannte Flugzeuge und eben auch so Sachen wie Senkrechtstarter und Lufttaxis möglich machen. Und in diesem Bereich gibt es gerade im Münchner Raum und in Deutschland wahnsinnig viele Startups, die international sehr viel Privatinvestment anziehen und die ganz, ganz großes Potenzial für die Zukunft haben. Und da macht es natürlich Spaß und es ist eine tolle Aufgabe, Möglichkeit in der Zukunft mit denen zusammenzuarbeiten, um zu schauen, dass hier nachhaltige Arbeitsplätze auch entstehen. Also mich hat schon immer die Raumfahrttechnik begeistert. Was ich daran so toll finde, dass man eben ganz neue Wege gehen kann, dass man auch in unerforschte Gebiete vordringen kann und Dinge probieren kann, die noch niemand vorher probiert hat. Ich würde mir erhoffen, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt für Studenten, sich in Projekte einzubringen, wie zum Beispiel unser Satellitenprojekt. Da könnten wir auf jeden Fall Möglichkeiten gebrauchen, wo man den Satelliten dann testen kann, zum Beispiel, dass man Shaker-Tests in der Uni auch machen kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Kombi von verschiedenen Forschungsgebieten ganz spannend werden könnte. Zum Beispiel, wenn dann Raumfahrttechnik und Geodäsie aufeinander stößt, dass man da dann auch von Satellitentechnikseite her ganz neue Projekte durchführen könnte. Und ich hoffe auch, dass da noch spannende neue Vorlesungen auch entstehen werden und dass man sich da noch mehr einbringen kann. Also was gesellschaftlich sehr, sehr relevant ist, ist natürlich das Thema Klimawandel. Von der Technologieentwicklung bis zum Satelliten, bis zur eigentlichen Beobachtung und letztlich auch Auswertung bis zur Modellierung und Interpretation von Veränderungsvorgängen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, den wir hier in diesem Themenfeld leisten werden können. Insgesamt sehe ich in dieser großen neuen Fakultät auch eine nachhaltige Weiterentwicklung von der Alleinstellungsmerkmal der Bayerischen Geodäsie. Ich kann mir vorstellen, dass ich umfassende sensorische Datensätze bekomme, dass wir auch offene Plattformen entwickeln für eine Art interaktive Darstellung der dynamischen Planetensysteme bis hin in Weltall. Das wäre sehr spannend. Ich erhoffe mir davon, dass wir die Studenten besser ausbilden können und dass wir mit der Raumfahrtindustrie hier in Bayern enger zusammenarbeiten, und zwar in Laboren, die direkt an diese Fakultät angeschlossen sind. Das heißt, die Studenten können eigentlich direkt mit den Unternehmen zusammenarbeiten in ganz konkreten Projekten. Und ich denke, das wird eine ganz hervorragende Angelegenheit. Die vielen neuen Kollegen, darauf freue ich mich wohl mit am meisten, aber auch die vielen neuen Studenten. Schauen Sie, im Augenblick haben wir ungefähr 400 Studenten in der Luft- und Raumfahrt jedes Jahr. Das soll dann über 1000 werden. Ist das nicht toll? Das motiviert auch mich natürlich sehr. Und ich muss sagen, das ist ein schönes Gefühl zu sehen, da kommt wirklich hinten was bei raus. Also ich finde, das ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Nach meiner Mission natürlich.